Los, schnappen wir ihn, blauer Gumba! Hey, hey, was soll das? Oh yeah, los geht's, mein rotköpfiger Bruder! Wow! Okay, erster Zwischenboss oder so. Wir kämpfen gegen einen blauen und einen roten Gumba. Die werden jetzt richtig zu spüren bekommen mit dem Power Jump. Da reicht nicht aus? Okay, dann scan den mal bitte für mich. Ja, das ist ein blauer Gumba. Er ist der jüngere der beiden berüchtigten Gumba-Brüder. Was sind die Gumba-Bros, okay? 6 KP, ein Angriff, keine Verteidigung. Wie du ja aus der kleinen Rede seines Bruders entnehmen konntest, gehört er zu den Leuten des Gumba-Königs. Aber so ganz bei Kräften scheint er nicht zu sein. Er ist schwächer als sein Bruder. Haha. Mario, wie gefällt dir das? Wow. Ey. Man sieht aber richtig den größten Unterschied, oder? Die Gumbas sind so groß wie Mario. Und Gumbare ist halt so, wie normale Gumbas eigentlich sind. Also die sind schon... Die haben schon was drauf, glaube ich. Down. Haha. Herr Feind. Blauer, blauer Gumba. Mein kleiner Bruder. Dafür wirst du bezahlen, Mario. Werde ich das? Ich glaube ja irgendwie nicht, du. Let's go. Das ist der rote Gumba. Er ist der ältere der beiden berüchtigten Gumba-Brüder. Ja, 7 Leben, ein Angriff und sonst keine Verteidigung. Der Gumba-König hat ihm befohlen, dich aufzuhalten. Den Kerl schaffst du, gar kein Problem. Er hat nur ein paar mehr KP als ein normaler Gumba und ist ein Stückchen größer und wütender. Ja, aber davor habe ich ja Angst, Gumbario. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht reichen ein paar... Oh, ich habe keine... Ich habe nichts mehr. Stellen nur KP her, die Pilze. Ich meine, okay... Zumindest heißt das, ich kann diesen Kampf nicht verlieren, weil ich so freaking viele Pilze habe. Aber leider kann ich den Kampf auch nicht beschleunigen. Boing. Aber gut zu wissen, wie viele Leben der hat. Ist immer sehr gut zu wissen. Ja. Einfach draufhauen. Einfach draufhauen. Irgendwann gibt er auf. Ganz sicher. Dann nur noch 3 Leben. Und er macht mir auch nur einen Shot immer. Ja, geht ja noch. Ist ja noch die Hälfte. Ist ja noch fein. Ist ja noch alright. Bam! Komm, letzter Angriff. Du musst jetzt richtig hauen, reinhauen. Boah. Du hattest deine Chance, Kumpel. Aber jetzt bin ich dran. Bonk. Da gibt er auf. Und schaut mal. Eine große Kugel ist 10 wert. Und wir haben 2 große erhalten. Nice. Ich lasse ihn nochmal davon kommen. Yeah! Das haben wir gut gemacht. Aber jetzt bin ich ziemlich angeschlagen. Glaub, da gehe ich nochmal heilen. Ich mach mal ein bisschen KP. Und vielleicht noch ein paar Blumen Points. Dankeschön, du kostenloser Bock. Dich mag ich sehr gern. So, hinterher! Oder wollen wir speichern? Nee. Ja, wo kommst du denn her, was da unten? Ist ein Pilz, um dich erst zu erfrischen. Das ist kein Pilz! Also, ja, okay. Guck mal, es sind schon irgendwie Pilze, aber... Nicht der Pilz! Aber er hat sich gut getarnt. Für das Erste. Bam! Wie findet ihr eigentlich Gumbario so? Ich weiß, wir haben noch nicht viel mit ihm erlebt. Aber so ein bisschen vom Ersteindruck. Ich hab's ja schon gesagt. Ich bin gespannt, wie er sich entwickeln wird. Ich hoffe, er wird zu einem Helden und bleibt nicht der ganze Zeit nur dieses Klischee Mario Fanboy. Wisst ihr, was ich meine? Nein. Alright. Ja, jetzt im Moment kill ich erstmal nochmal alle Gegner. Ich weiß aber nicht, ob ich das dann auch später noch machen werde. Zum Schloss des Gumba-Königs. Ja, das ist auch mit dir. Oh. Grafikglitch ein bisschen rum, aber ansonsten sieht's cool aus. Schaut es euch mal an. Und da gehen die Flan. Gumba König, hilf uns! Machen uns verdroschen! Oh. Der ist gar nicht glücklich, wenn er so die Türen zuklatscht. Hey, sieh doch, Mario! Siehst du das Gebäude da? Nee, welches?
Ich bin mir sicher, dass dort eine Brücke auf die andere Seite führte. Ich frage mich, was wohl damit geschehen ist. Sollen wir mal rausfinden, oder? Hä? Bist du das? Nee, das ist ein anderer Goomba. Wer ist das? Zeig dich! Ach, ihr seid's nur. Oh! Mario, es ist also wahr! Du hast es bis hierher geschafft! Dafür verdienst du Respekt! Unglücklicherweise kommst du keinen Schritt weiter, weil ich, der große und mächtige Goomba-König, dafür Sorge tragen werde, dass dein Abenteuer hier ein jähes Ende findet. Also gern, Mario, nicht einen Schritt weiter. Hast du Angst, kleiner Mann, ne? Ja, du hast Angst. Willst du dich jetzt vielleicht entschuldigen? Wow, dieser Goomba-König ist wirklich riesig. Aber ich bin mir sicher, er ist kein Gegner für dich, Mario. Schlappen wir in uns. Bist du bereit für meinen Zorn? Das solltest du besser. Der kann ja nicht mal richtig gerade ausschauen. Der kippt doch noch gleich um. Mach ihn fertig, Goomba-König. Wir sind bei dir. Überlass den mir. Hey, Mario, ich glaube, wir sollten uns zuerst um die Goomba-Brüder kümmern. Sie müssen vom letzten Kampf noch ziemlich geschwächt sein. Mhm. Hey, du hast recht. Jetzt, wo wir die gescannt haben, können wir das easy direkt sehen. Ah, nee, verschwende die noch nicht. Behalte ich erstmal noch. Bam! Mach es jetzt genau andersrum. Diesmal bleibt der blaue Bruder ein bisschen länger leben. Und nein, ich werde mich niemals bei euch beiden entschuldigen. Was zum... Er tritt mich. Mehr hat er nämlich auch nicht drauf. Oh, man. So eine Flasche. Der kann nix. Und seit wann gibt's eigentlich einen Goomba-König hier? Von dem höre ich zum ersten Mal, du. Also zumindest hier in diesem Gebiet. Aber gut. Ey! Kastanien.png tut ziemlich weh. Was soll das? Boah, die hau ich jetzt richtig eine rein, du. Hey, Goombario, kann ich auf ihn draufspringen? Kannst du es mir sagen? Ja, das ist also der Goomba-König? Hm, er ist wirklich groß. Ich meine, sieh ihn dir doch mal an. Er sieht auch sehr stark aus. Hm, 10 KP, ein Angriffskraft, keine Verteidigung. Er ist der Boss des roten und des blauen Goomba. Aber wen kümmert seine Kraft? Du bist viel stärker. Oh Mann, ich frage mich, was man essen muss, um so groß zu werden. Bestimmt ganz viele Fruchtzwerge. Ich wäre auch gerne größer. Ja, oder was anderes. Oh, beinahe! Das war unser Orden, glaube ich, oder? Was, Z? Achso, nee, brauche ich nicht. Alles gut, Spiel. Brauche ich nicht. Ich weiß nicht, kann ich mich auf ihn drauf springen? Was? Das ist schlimmer als bei alten Pokémon-Spielen, du. Ich versuch's mal mit dem Power-Jump! Ich kann auf ihn drauf springen. Nice. Sehr gut zu wissen. Und du noch einmal. Bonk. Okay, wir haben eine starke Attacke mit Mario durch unseren Orden, aber leider noch nicht für Goombario. Und nice. Wieder daneben. Idiot. Schon fast besiegt. Und du nennst dich den König der Goombas? Selbst der kleine Goombario hier, der kleine Racker, der ist besser als du. Du triffst ja nicht einmal. Solltest dich schämen. Geh zurück, wo du hergekrochen bist. Großer, fetter Goomba. Oha, oha, schau mal, wie viele XP! Und es reicht aus! Level up! So, wir können entweder KP erhöhen, BP erhöhen oder ob. Was ist denn ob? Okay, vielleicht ist auch erst irgendwas für später erhalten. Ich habe keine Ahnung, was ob ist. Ob. Nehmen wir mal KP. Oder? Nehmen wir BP? Nehmen wir KP. Nehmen wir mal ein bisschen KP. Was? Wie konnte das passieren? Yeah, ich wusste, wir würden es schaffen. Cool, gewonnen. Yay. Man sieht ihn da. Ich bin geil geworden. Nein, ich... Steuerung. Egal. Roter Goomba, du hast den Scheiter doch gut versteckt, oder? Natürlich, Goomba-König, ich habe ihn vor der Festung im Gras versteckt. Vor der... Du Depp, du hast ihn nicht hier drin versteckt. Mario wird ihn ganz sicher finden. Oh, glaubst du? Weißt du, du könntest recht haben.
Gumba-König verlässt hat, wir versuchen, Mario auszutricksen, wo er vorher versucht, hier einzutreten. Bam, bam, bam. Im Gras versteckt? Also du meinst hier? Wie der sagt, so rausspringt. Ich sehe euch da übrigens, ne? Also zumindest den Großen. Mario, guck, kämpft und so, aber ich muss dich warnen. Wenn du irgendwo einen Schalter finden solltest, du ihn definitiv nicht betätigen. Er ist gefährlich, verstanden? Du hast was? Du hast ihn schon gedrückt? Oh nein! Was passiert denn jetzt? Wieso hast du eine Selbstzerstörung neben deinem Schloss? Bist nicht wirklich der hellste König? Okay, ist ein Gumba. Was soll ich erwarten? Boing! Ah, da ist die Brücke. Hab ich schon gewundert. Das war für dich ein Schuss in den Ofen. Und für uns geht's hier weiter. Sieh doch, die Brücke! Jetzt können wir sie überqueren und unsere Reise fortsetzen! Yeah! Let's go! Let's go! Let's go! Wir reisen nun fort! Ba-da-bam-ba-dam-bam! Wir machen weiter! Oh, Cammy! Sie hat uns beobachtet, aber ist nicht eingeschritten. Ja, speichern weiter, würde ich sagen, ne? Alles klar. Meanwhile. Cammy erstattet Bericht. Vermutlich bei Bowser. Erstmal durch die Tür. Oh, die Musik. Mächtiger König Bowser, ich habe nach euch gesucht. Lasst mich berichten, eure Boshaftigkeit. Mario hat den Goomba-König besiegt. Er ist jetzt auf dem Weg nach Toadtown. Was? Unglaublich! Was hat sich der Goomba-König dabei gedacht? Ich habe die Macht des Sternstabes benutzt, weil er darum gebettelt hat, ein König zu werden. Und dann lässt er sich von Mario so mühelos schlagen? Was für ein Schwächling! Cammy Cooper, du bist dir doch völlig sicher, dass... Ja, was gemacht? Ich hab was gedrückt. Okay. Du bist dir doch völlig sicher, dass Mario uns niemals besiegen kann, oder? Bitte, bitte, eure Finsterkeit, versucht euch zu beruhigen. Der Goomba-König war doch nur ein kleiner Fisch. Ich habe mir schon gedacht, dass er versagen würde. Aber das hat nichts zu sagen, denn solange ihr den Sternenstab in eurem Besitz habt, seid ihr unbesiegbar. Ihr könntet Mario mit verbundenen Augen und einer Klaue auf dem Rücken gefesselt besiegen. Ja, ja, sehr gut. Übrigens, Cammy Cooper, es besteht doch wohl keine Möglichkeit, dass die Sterne, die wir gefangen haben, auf irgendeine Art und Weise Mario ihre Kräfte geben können, oder? Bitte sagt euch nicht. Jeder wird einzeln festgehalten. Und natürlich wird auch jeder von Hand verlesen und Individuen bewacht. Nicht mal Mario ist in der Lage, alle 7 hohen Sterne zu retten. Welchem Stern ist Mario jetzt am nächsten? Ist es der in der Festung der Koopa-Brüder? Sollte Mario irgendwie dahin gelangen, könnten ihn die Koopa-Brüder besiegen? König Bowser, ihr dürft euch nicht sorgen. Hä? Was hat sie gleich gesagt? Ha, ja! Oh mein Gott, die Teenage Mutant Ninja Turtles! Hier kommen die Koopa Bros! Haha, oh yeah, wir sind die coolsten der coolen! Psst, Cammy Koopa! Hast du diese Waschlappen hier eingestellt? Der Goomba-König war riesig und nicht mal er konnte Mario besiegen. Wie sollen die das denn machen? Aber König Bowser. Ja, der Goomba-König war zwar riesengroß, aber er war auch ein totaler Schwächling. Wir sind nicht wie er. Denn wir verfügen über ein absolut perfektes Teamwork. Gemeinsam können wir Mario in Sekundenschnelle in ein wimmerndes Baby verwandeln. Exzellent, das nenne ich Kampfgeist. Los, Koopa-Brüder, zeigt unserem König den Spezialangriff, den ihr so gut beherrscht. Jawohl, Madame. Seid ihr alle bereit, Bros?
Wow, das ist... Wie gefällt euch das? Wir haben schön rumgeleuchtet, ne? Oh ja, ausgezeichnet. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, müsst ihr wissen. Mario hat keine Chance, wenn ihr ihn mit dieser Technik angreift. Wir besiegen ihn, König Bowser. Ach übrigens, meine Koopa-Brüder. Bezüglich des Sterns, den ich in eure Festung eingeschlossen habe. Wer bewacht denn eigentlich? Niemand, Sir. Ihr wisst, wir sind ja jetzt hier. Und deshalb... Idioten! Benutzt euren Verstand! Sofort zurück zur Festung und bewacht diesen Stern! Dieses goofy Cartoon. Okay. Jetzt wurde schon gezeigt, wer der nächste Gegner ist. Warum ist denn Riss? Komisch. Aber ja, nach den Goombas kommen natürlich die Koopas. Was ist denn hier? Schläfchen. Nee, Schäfchen. Was ist, alle geht in einen tiefen Schlaf. Bäh. Okay, ist das ein Item, ein Orden? Ich guck mal kurz nach, ob das ein Orden ist. Nee, ist kein Orden. Das scheint ein Item zu sein. Ja, ist ein Item. Okay. Behalte ich mal im Hinterkopf, dass ich es habe. Vielleicht kann ich es auch irgendwann brauchen. Oder vielleicht muss ich es tauschen, ich weiß nicht. Oh, schaut mal hier. Boing. Ist gleich über die Brücke oder über dieses Gebäude, wo immer wir sind. Ein Schatz, der Hammerwurforden trifft einen beliebigen Gegner mit dem Hammer. Das ist ja echt der Hammer. Naja, geil. Machen wir den Tumelix-Orden mal weg. Ich brauche den nicht unbedingt. Der Hammerwurf sieht cooler aus. Ein nahezu olympischer Hammerwurf, der dich nur 2 BP kostet. Trifft ein Gegner, egal wo er sich befindet. Cool. Der ist bestimmt noch ziemlich stark, oder? Würde ich doch mal hoffen. Und jetzt sind wir auch schon in Toad Town. Mario, ich bin froh, dass du okay bist. Die Stadt ist in Aufruhr. Die Prinzessin wurde entführt. Der Palast mit ihr. Es herrscht Chaos. Ich habe keine Ahnung, was wir unternehmen sollen. Bitte, Mario, rettet ihre Hoheit. Boah, entspannt euch mal. Ja, immer diese Drama-Queen-Toads. Mann. Gehen erstmal in die Häuser rein, belästigen die ganzen Mitbewohner. Oh, seid gegrüßt, du bist der Mario, oder? Natürlich weiß ich, wer du bist. Ich bin der weise Rusty. Erfreut dich kennenzulernen. Wie du sicher siehst, bin ich völlig fanat in Bücher. Ich lese so oft ich nur kann. Eben weil ich so belesen bin, weiß ich über viele interessante Dinge Bescheid. Es würde mich freuen, mein Wissen mit dir teilen zu dürfen. Cool, was hast du hier da oben versteckt? Richtig, wie lang? Bisschen die Leiter kaputt hauen? Hä? Komm da irgendwie nicht lang. Vielleicht ist es auch für später. Keine Ahnung. Er lässt mich auf jeden Fall gerade nicht. Ziemlich weird. Ich will mal wissen, ob wir in die Röhre rein können. Ah ja, können wir. Wir müssen nur perfekt stehen. Luigi! Er singt. Ich frage mich, was mein Bruder Mario gerade macht. Hä? Huch, Mario, du bist es. Schon nicht zu sehen. Ich hab gerade an dich gedacht. Geht's dir auch gut? Nach dem ganzen Wirbel um den Palast habe ich mir richtig Sorgen gemacht. Als das Erdbeben losging, bin ich nach draußen gerannt. So konnte ich gerade noch entkommen. Sag mal, Mario. Warum ist ein Goomba hinter dir? Hä? Wer ist das? Ich bin Gumbario. Schön, dich kennenzulernen. Ah, ich verstehe. Na toll. Du bist also mit Mario auf Abenteuersuche? Das nenne ich unfair. Irgendjemand muss sich ja um das Haus kümmern. Deshalb kann ich hier nicht weg. Pass gut auf Mario auf, ja? Deshalb war ich auch in Mario RPG weg. Naja, das ist einfach nur keinen Bock, ne? Ja, viel Glück. Ja. Blöder Luigi. Kann man nicht einmal ein Abenteuer mit ihm machen? Ja, Mario Haus. Warte, hier ist noch was. Hier im Busch, vielleicht. Komm. Nein, hier im Baum. Nix. Schade. Ihr hättet aber immer was versteckt. Wenn hier sowieso schon nichts ist bei den Röhren. Aber na gut. Gehen wir mal in unser Haus rein. Hier wohnt also Mario, ja? Zumindest in Paper Mario.
Hey, da steht sogar Mario drauf, auf diesem Ding dort, wo wir gerade mit sprechen. Das sind einfach nur Statistiken. Es gibt 80 Orden, 160 Sternschmetter, noch ein paar Sachen, die man sammeln kann. Ich verspreche nichts mit 100%, okay? Ich verspreche nichts, weil ich spiele es ja blind und ich weiß noch gar nichts über die 100%. Deshalb, wir werden einfach mal sehen. Wir werden schauen. Was ist mit Boni los? Kann da nichts mitmachen. In dieser Box landen alle Briefe, die an Mario adressiert sind. Momentan ist sie leer. Mario ist einfach nicht mehr Fame genug. Bis voller Energie, wird sich trotzdem hinlegen? Nein. Kein Fall, hier wird nicht gepennt, nicht gefaulenzt. Hier wird wieder zurückgegangen ins Abenteuer. Aber ohne Luigi, denn der ist ein Idiot. Haha. Siehst du noch was? Immer die Büsche abchecken. Nee, nix. Okay. Na komm, rein da. Jetzt. So, Toadtown. Also, ich kann damit reden. Gumbafurt, von da kamen wir. Und Pilz war das, ist rechts in der Richtung. Ja, okay. Weißt du, ob ich wohl da jetzt lang sollten? Oh nein, Verderben, Gefahr! Der Pilzpalast ist in den Himmel schwebt! Kein Palast mehr! Oh, Weltschrecken! Nur noch ein Loch ist übrig! Unser geliebter Palast! Wo mag er nur hin sein? Ich muss es sofort in der ganzen Stadt verwalten! Schön Chaos stiften! Los geht's! Ist das hier ein Shop? Ja. Durch die Feuerblume hat man schon gesehen, das hier ist ein Laden, wo man Items kaufen kann. Ein paar, die wir gar nicht kennen. Eine Limonade auch. Wie sieht der aus? Was hat er da? Taschenrechner? Willkommen im Pilzpalast. Wie kann ich dir helfen? Was kann ich denn so kaufen? Interessierst du dich für meinen Artikel? Dann stell dich doch bitte vor und gar. Nee, danke. Im Moment habe ich eigentlich nichts nötig. Aber danke. Warte mal, kann ich eigentlich bei dir vorbei und da Dinge da agieren? Bum, bum. Nee, geht leider nicht. Schade. Trotzdem ziemlich cool. Weil ich etwas brauche dringend, komm hier zurück. Hey Mario, wusstest du, dass du bis zu 10 Items tragen kannst? Wenn du kein weiteres Item mehr tragen kannst, solltest du einen Laden wie diesen besuchen. Ja, kannst du deine Items einfach lagern lassen. Du kannst sie dann sogar in jedem anderen Laden wieder abholen. Cool, oder? Ohne, dass du Geld für den Versand bezahlst. Boah, das nur, weil ich Mario bin. Der Palast ist verschwunden und Prinzessin Peach wurde entführt. Was für ein schwarzer Tag. Jeder in der Stadt ist von Trauer erfüllt und dennoch sorgt sich mein Herz nur um dich, mein Schatz. Bin ich deswegen eigensüchtig? Mir geht es genauso, mein Liebling. Nur du bist es, wonach mein Herz sich sehnt. Wir sind zwei sehr eigensüchtige Toads. Okay. Dann seid ihr mal eigensüchtig. Ich will wissen... Kann ich schwimmen? Glaube nicht. Ja, okay, wir sind aus Papier. Ich glaube, da können wir noch nicht schwimmen. Ich wollte trotzdem mal probiert haben. Baby-Toads hier. Meine Tante Peach wurde entführt, also werde ich sie retten. Aber Mama hat gesagt, ich soll ein braver Junge sein und auch zu Hause bleiben. Was meint sie damit? Na, was denn wohl? Mein Papa arbeitet im Palast, daher ist er normalerweise nicht zu Hause. Aber jetzt ist der Palast vorne, er ist zu Hause. Weil ich sage, dass ich froh bin, weil Papa zu Hause ist, werde ich ausgeschimpft. Was war das alles? Was soll der Blödsinn? Das Erdbeben, das uns überraschte, als der Palast verschwand, war schrecklich. Alles hat gewackelt, der Boden, die Häuser. Ich bin regelrecht umgekippt. Vor allem, weil ich jetzt arbeitslos bin. Oh, so grauenvoll. Dass ich einfach nur vergessen will, dass es jemals passiert ist. Ich habe so viel zu tun. Wenn mein Schatz zu Hause ist, habe ich keine Zeit zum Aufräumen. Bonk, bonk, bonk. Schön Unruhe stiften hier. Was ist ein Sternsplitter? Den brauchen wir bestimmt für irgendwas. Ich weiß auch nicht, wie ich da rankomme. Nee, hier kann ich wirklich nicht in den Brunnen. Okay. Also mit rechts kann ich meine Teammitglieder wechseln, wenn ich da später mehr habe. Das ist der westliche Eingang von Toadtown, falls du es noch nicht bemerkt hast. Es ist der Haupteingang. Das Tor und das Sternenemblem auf dem Platz sind die Symbole dieser schönen Stadt. Gumbafurt, wo meine Eltern leben, ist nur eine kurze Reise westlich von hier. In dieser Stadt lebt ein sehr kluger Toad namens Rusty. Er hat viele nützliche Informationen für Abenteurer. Du findest auch Läden, die verschiedene Items anbieten. Naja, wir sind ja noch mitten in der Erkundungstour drin. Au, hahaha, du hast keine? Die Karte, Mario, die Karte zeigt, wie stark du bist. Hahaha, ich habe eine. Ich habe da drüben im Dojo gekämpft und der Meister hat mir dafür eine Karte gegeben. Ich bin ein übler Toad. Der ist so böse. Mario, warst du inzwischen mal wieder zu Hause? Luigi hat sich schon gefragt, wie es dir geht.
Du kannst durch die Röhre am Haupttor nach Hause gelangen. Um in die Röhre zu klettern. Ach, das weiß ich doch. Ja, ist okay. Lass mich in Ruhe. Bonk. Geht nicht? Okay. Was bist du denn für einer? Unser Meister zieht durch die Lande, um seinen Geist zu reinigen und seinen Körper zu stärken. Unser Meister war schon vorher ein starker Mann. Wenn er zurückkommt, wird er noch viel stärker sein. Wir werden genau hier warten, bis unser Meister wieder da ist. Warten ist Teil des Trainings. Im Stockwerk über uns befindet sich ein Dojo. Wir sind hier, immer. Wir trainieren im Dojo. Es sei denn, der Meister ist nicht da. Dann bleibt das Dojo geschlossen. Gerade ist ein Brief angekommen, in dem steht, dass der Meister bald wieder zurückkehren wird. Dann können wir endlich wieder trainieren. Ach man, dabei wollte ich doch unbedingt mit trainieren. Wie doof. Na ihr Mädels? Der Weltmeister ist davon geflogen. Wie konnte was geschehen? Was wird mit Protoss und Peach und all den anderen im Palast geschehen? Ich habe Angst. Ich, Felicity, habe Angst. Bonk. Hör auf, Angst zu haben. Diesem hyperrealistischen Floß kann ich leider nicht fahren. Vielleicht brauche ich dafür noch ein Item. So wie bei Breath of the Wild brauche ich erstmal so ein Ding, womit ich Wind erzeugen kann. Erst dann kann ich da durch. Keine Ahnung. Aber, oh, hier geht noch Totan weiter. Ah, stimmt, da vorne ist ja direkt Peach ihr Schloss, wo es normalerweise ist zumindest. Hey Mario, ich habe gehört, du wirst am Sternstuppengipfel gebraucht. Du warst noch nie dort. Geh einfach durch das blaue Tor und geh rechts am Pilzpalast vorbei. Ups, ich vergaß, der Pilzpalast ist fort. Ups. Ja, ups. Der Liebscher unseres Palastes hat viele Schäden verursacht. Am schlimmsten war es im Zentrum der Stadt. Es schien, als würde Holz vom Himmel regnen. Da können wir momentan nicht in den südlichen Teil der Stadt gehen. Der Bahnhof, der Hafen, viele wichtige Einrichtungen befinden sich im Süden. Es ist für die ganze Stadt sehr unbequem, dass wir nicht dorthin gelangen können. Toad Town Newsflash. Prinzessin Peach entführt, Palast entwurzelt. Vor einigen Tagen wurde der Pilzpalast gestohlen. Die Prinzessin befand sich im Gebäude und wurde vermutlich entführt. Ihr momentaner Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Wo sich früher der Palast befand, klafft nun ein bodenloser Schlund. Zeugen sagen aus, der Palast habe sich in den Himmel erhoben. Sollen wir noch Informationen erhalten, werden wir weiter über diesen Fall berichten. Toad News. Was? Merlon ist nicht da! Ich sagte, Merlon ist nicht da! Es ist er nicht da! Merlon ist nicht da! Nicht hier! Merlon ist immer noch nicht hier! Nicht hier! Okay, Mann. Ich weiß nicht, wer Merlon ist, aber er hat ein cooles Dach. Will auch haben. Das Haus mit dem rotierenden Dach ist Merlons Haus. Er ist komisch. Außerdem ist er stur wie ein Maultier. Er zeigt sich nur ganz selten. Aber so komisch er auch sein mag, sein Können steht außer Frage. Er kann in den Sternen lesen. Er hat sogar auch rausgesagt, dass du sicher wieder zurückkommen würdest. Und schau, du bist hier. Oh mein Gott, was ein Gezirkel. Hey Mario, ich hab gehört, du wirst am Sternstuppengipfel gebraucht. Ja. Aber ich glaube, da können wir nicht hin. Zumindest noch nicht. Diese blaue Säule vor dem Postamt? Das ist ein Straßenschild. Du kannst damit lesen und dann weißt du, wo du bist. Aber warum erzähle ich dir das? Ich bin mir sicher, du weißt schon alles. Ich bin allwissend. Auf dem Sternschuppengipfel leben zwei Geschwister namens Mehrlieblich und Mehrlow. Mehrlieblich, sagt die Zorin voraus. Sie kann vor allem Orden und Sternsplitter ausfindig machen. Oh, cool. Wenn du Sternsplitter zu Mehrlow bringst, tausche sie gegen Orden ein. Die beiden könnten sich doch auch sehr hilfreich erweisen. Soll sie unbedingt besuchen gehen. Okay, jetzt macht das Sinn, dass wir die Sternsplitter sammeln. Mit denen können wir traden für Orden. Das wird sich auf jeden Fall lohnen. Und hier gibt es ein Postamt. Schön, dass sie nochmal auf Deutsch übersetzt haben. Hi. Guten Tag, ich bin Power Carry, der Postbote. Naja, du hast uns den Brief von Peach gegeben. Ja, hallo, wie ist das Postamt? Hier kannst du alle Briefe lesen, die für dich oder deine Freunde ankommen. Schau hin und wieder mal vorbei, um zu sehen, ob du Post bekommen hast. Nun, oh, du hast Post. Oh, schau mal, welchen Brief möchtest du denn lesen? Ein Brief von Gumbario? R und B Gumba, von den roten und blauen Gumba-Brüdern. An Gumbario ist der Brief, ah. Ja, bitte. Gumbario, du bist viel stärker, als du aussiehst. Wir dachten, du wärst nur so eine Fratze. Ein kleiner Fratz, der mit Mario rumhängt. Aber du hast es uns gezeigt. Du
hast uns auch bewiesen, dass gut zu sein ebenso wichtig ist, wie stark zu sein. Glaubst du, wir können Freunde sein, wenn du wiederkommst? Bitte sag ja. Wir werden warten. Rot und Blau, Gummabrüder. Die wollen jetzt nett werden. Oh. Wir bewahren die Briefe für dich auf. Wenn du all deine Post lesen willst, kommst du jederzeit vorbei. Okay. Na gut, Freunde. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's dann weiter bei Paper Mario 1. Oder einfach nur Paper Mario. Oder einfach Mario. Oder einfach Paper Mario 64. Oder nennt es Gumbario Bros. Keine Ahnung. Yeah.